116 eingeleitet. Nach der Lieferung einer Vorserie von 10 Lokomotiven begann im Jahr 1964 der Serienbau der Lokomotiven mit der Loknummer 216. 224 ist damit das Abschlussmodell. Die Lokomotiven werden von einem 16-Zylindermotor in V-Anordnung und einer Leistung von 1900 PS angetrieben. Die Zugheizung erfolgt mit einem Dampfheizkessel System Vapor Heater. Stelle sei nochmal erwähnt, sämtliches Personal, ob nun auf fahrendem Gerät oder im Museum generell, tut dies freiwillig in der Freizeit und völlig unentgeltlich alles für Sie. Leistung von 2500 PS zu entwickeln, vergab die DB einen Auftrag zur Lieferung einer Vorserie von 12 Lokomotiven, der dieser einmaligen Parade teilzunehmen. Die 218 105 ist eine Lokomotive im TEE-Look und wird von der NESA in Rottweil betrieben. Ursprünglich gehörte die Lokomotive zum Bestand der Westfrankenbahn. Begrüßen wir nun die 218 105. Dank geht hier besonders an Walter Gras für die maschinentechnische Leistung, an Joe Heilmann, Günter Patschkowski sowie Marco Bauherrn für die Farbgebung.
riecht es, glaube ich, deutlich, selbstverständlich erfüllt.